Der Regel spielt gar nicht. Mit Ton, aber nur live für die Verena jetzt. Also. Ich spiele gar nicht. Also, ich bin zwar Teamspieler, ich spiele gar nicht. Ja, und der Regel an? Der Regel ist nicht der Fall. Das ist der Spielmacher. Peter hat uns auswärts ein bisschen weiter. Ja. Das ist der Schwiegervater. Super, bitte. Sehr gut. Drauf, 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 das ist jetzt Live-Übertragung? Das ist eine Live-Übertragung, genau. Ja. Also das Video kannst du nachher runterladen. Ja, ja. Du kannst kommentieren. Moderiert. Nein, das will keiner hören. Und die Nummer 10 von das, links. Das, was ich rede, will keiner hören. Schöner Pass. Spielen. Ja, war schön, schön, schöner Pass. Guck mal, Fuhren festsetzen. Nächstes Mal haben wir wieder einen Wind in den Rücken, aber erst der Hashtag. Hallo. Meine, heute ist der Wind nicht so schlimm wie letztes Mal, aber. Wie viele Sekunden darf der kommen Ball halten? Halbe Stunde, oder was? Verena kennt sie zu. Nur wenn es aus dem Ball kommt. Achso. vom Homeoffice, ja. Vom Homeoffice. Ja, aber ich bin, wie gesagt, ich sitze eine Stunde vom Computer und dann lege ich mich wieder hin. Das habe ich beim ersten Mal auch gehabt. Nicht so gravierend, aber schon auch, dass eben so wie du sagst, dass ich sage, ich war halt nach der Infektion, weil ich schon wieder fit war, dass ich so 3-4 Mal am Tag so Müdigkeitseinbrüche gehabt habe. So wie auch nach dem Mittagessen, sage ich, der Klassiker. Weißt du, das habe ich aber 3-4 Mal am Tag gehabt. Nein, es ist schon eher zart, muss ich sagen. Wie lange ist jetzt wieder negativ? Vorgestern habe ich mich freitestet so, und war. Das ist sehr, sehr früh. Okay. War aber wieder, war schon komplett negativ. Naja. Bei mir war es ja überhaupt eine ganz kurze Geschichte. Ich wollte nur. Gut, Jonny, komm. Schnupfen, was der Verkühlungssymptome, aber das habe ich jetzt immer auf die Allergie geschoben. War alle 2 Tage testen oder nicht hab selber, alles okay. Und dann ist nur am Samstag ist ein bisschen Hals wieder zukommen. Aber noch nicht wirklich was da. Das wird aber dann im Laufe des Tages besser. Ich dachte, wurscht, mach die wieder ein. Hast du schon 2 Tage gemacht? Und auf einmal ist da, so nach, einer, nach 10 Minuten ist so ein zweiter zarter Strich gekommen. Na, ich habe schon die ganze Woche vom Montag weg. Ja, und am Freitag dann war ich tatsächlich positiv. Ja, bei mir war dann in der PCR positiv, aber am Samstag eben am Nachmittag erst gemacht. Also das Ergebnis habe ich erst in der Nacht von Sonntag auf Montag gekriegt. Aber mit CT-Wert von 34,8. Da habe ich Montag genau gemacht. Da war CT-Wert von minus 27,8.
habe ich Dienstag nichts gemacht und Mittwoch wieder gemacht, der war schon wieder negativ. Mhm. Na, ich war auf 26. Ich habe auch noch gemacht, der war auch negativ, naja, dann bin ich wieder arbeiten. Gut, Luca. Gut, Luca. Oder doch? Aber er ist zumindest gewartet, der muss hingehen, der andere. Ja, na bitte. Manchmal ist dort. Der Schiff steht mit der Beine vor mir, gell? Die Verena kennt uns eh. Ja, ja, die, das passt schon. Die ist nicht geschockt. Ja. Der war in der Pur. Ja, ja, ich meine, wir haben ja auch noch, glaube ich, ein paar Körner dort gemacht. Also, wieso soll es da passieren? Oh, ja. Gute Position. Da haben wir jetzt eine. Das heißt, den haben wir auch am Freistoß gehabt, den hat der Simon aber geschossen mit rechts. Ich habe ihn gesehen. Genau, das ist der gesehen. Der war genau Richtung Kreuzeck. Aber da hat er voll spekuliert drauf, dass er schon fast in der Ecke drin gestanden ist. Kurze Ecke. Betreffen muss das halt. Ja, aber der wäre trotzdem nicht drüber gegangen. Aber ich weiß nicht, warum er letzte Zeit in das Dach schießen will. Ja, das sicher. Na super. Na dann fahr's rüber. Fahr rüber, hast du es eh nicht weit. Achso, bist du von zu Hause noch, oder was? Achso, wir doch von Katzlers da. Also sie haben vor 6 Minuten angefangen. 6 Minuten uns angefangen. Also ich bin auch gerade gefahren von der Hacke. Ja, das war vorher schon, die sind ja rausgefallen, das habe ich ja gesehen. Für dich wäre interessant, dass du das bist. Aber nächstes Jahr bist du nicht da. 18er werden wir zumindest die erste Hälfte schauen wir uns meistens schon noch an. Viel länger werden wir nicht bleiben, weil das Wetter ist nicht so einfach. Siehst du, alles ist trocken. Eine Hälfte schauen wir nochmal schon. Unsere, also die 15er spielt am Zweierplatz, beziehungsweise am Einserplatz, also die auf dem neben dem Hauptfeld. Und 16, 18 spielt am Hauptfeld. Ja, ich hab das angefangen. Verena, siehst du was? Gib mir ein Zeichen. Gut. Passt. Gut. Passt. Bis gleich. Ciao, ciao. Sichern an Matti. Wer ist das noch? Na normal, ja, jetzt hat's ein Like gegeben. Daumen hoch. Ist aber schon zeitverzögert, oder? Ja. Aber wir haben es auch schon getestet, also 2 Sekunden oder was. Ja. Also ich weiß nicht, wie da jetzt der Empfang ist, aber ich glaube, es ist keine große Zeitverzögerung. 2 Sekunden bei der DVD kannst du mehr. Wenn ich am Fernseher draußen Skifahren laufen habe, und dann dreht die Verdecker auf, weiß nicht, wenn es immer kurz geht oder was, bis da, teilweise 4-5 Sekunden oder mehr noch, halbe Minuten teilweise hinten auch. Da ist der schön Ziel, das erste Zeichen dazwischen. Ja, das funktioniert eigentlich über diese Facebook-App, das Livestreaming eigentlich wirklich gut, muss ich sagen. Direkt spielen. Dreh dich! Juni! Falsche Richtung.
wieder kein Tempo am Ball kriegt. Ich bin der Ball zweimal mitgekriegt. Weil normal, dass ich immer, wenn er den Ball da hat, geht er an. Das vorige Woche jetzt zweimal auch leider war, dass schon wieder wenig Bälle in die Spitze gespielt werden. Spielern sind alle fast nur, wenn sie entgegenkommen, dass sie zum Ball lassen oder zum Annehmen und zurückspielen. Das hat jetzt der Kehler schon zu abgeholt. Das war ganz, ganz viel. Wobei man auch sagen muss, ja, wie überhaupt, vorige Woche. Na, viel gesehen hat man nicht. Ich habe mir die erste Hälfte angeschaut. Die zweite war dann also bis zum 3-1 was besser. Weil wir haben das 3-1 gemacht. Das waren wir auch am Drücker. Und ich glaube auch, wenn wir das dritte nicht kriegen, wäre wirklich unentschieden rausgegangen. Aber trotzdem kann man die ganze Zeit nicht mehr. Also das mit der Da haben wir da am Kunstrasen am Rasen, da haben sie im Vorfeld schon gesagt, dann gebe ich das so groß. Ja, er war schon groß, aber ich wusste nicht sogar viel größer. Aber bist du deppert, der ist galoppiert auf der Seite. Kann der nicht durchrutschen. Darf? Ja. Genau. Nein, drin darf er sie nicht. Ja, wichtig. Kegel ist gut auch heute. Jawohl! Schieß gleich! Na, gleich abschließen! Erster Kontakt, zweiter Kontakt abschließen! Nein, weil es dann schon eng war, weil zwei Leute unter Dormann kommen. Und war ja richtig, hätte ich, weil schlafen wäre es auch nicht mehr gegangen. Aber früher gehabt es. Ersten Kontakt mitnehmen, zweiten aber Kontakt. Aber sieht man, dass der Dormann in der Wahnsinn ist. Weil ihr dann in den Dormann sein, wie hast du schon, aber da ist. Das ist wirklich Zahnkante, ja, gell? Davon hat er jetzt, glaube ich, einen Bott-Diamant, das war aber, glaube ich, nicht vor, der Jonas auch nicht, gell? Ja, Jonas ist von hinten eine Galoppierin. Bott ist nachher von der Seite. Das ist gefährlich. Das war aber schon auch nicht so leider. Spielen! Hans! Yeah! Auf Verdacht schon, ich hab nichts drin. Ja, nicht. Zieht sich die Handschuhe an und macht irgendwas, also irgendwas dürfte er haben. Hat ihm der Luca wenigstens weh an, oder was? Ja. Aber hat er ins Gesicht geschossen, nein, oder? Oder bei dem Ding hat er ins Gesicht getroffen vielleicht, oder so? Ich glaube, er Bauch. Ja, das schon mal. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es die Hand war. Ja, ich hätte sogar gesagt, dass es auf die Hand war. Ja, genau. Ja, Luca, das war der zweite Sitz, den du verhaust in zwei Wochen.
bei der vorigen Woche, als ich so schön erarbeitet, gleich wieder durchgegangen ist, da hauen wir diese Hunde. Das war genau super scheiße, er wollte ihn genau so in die kurz in die lange Ecke hauen. Und der ist genau ein bisschen aufgekupft nur und dann haben wir voll mit der Ferschen getroffen. Ich sag zu Tore schießen nichts. Der Elias hat auch gerade auch absolut schwäche. Jetzt habe ich wieder getroffen. Ja, die Woche hat er beim Latz oder zweimal. Aber sind jetzt beim Latz? Ja, aber das ist nicht. Was gibt es? Freistoß. Freistoß? Der mag uns nicht. Ja. Hat er sich einmal vorgelegt, schon zum Wegpuffen und dann dreht er sich um. Da hinten am langen Eck steht einer. Da steht nur der Idris. So drei, Alter. Da steht der Idris, hat drei Leute, Alter. Wie soll das funktionieren? Du machst schon was. Genau da hinten. Er schießt. Aber das mit dem langen Eck, das, irgendwie, das funktioniert nie. Hey! Hey! Wer wieder jetzt? Da werden wieder jetzt zwei dahinter geschossen. Ja, das funktioniert nicht. Geht's. Und dann muss er aber wieder helfen. Sonst ist es scheiße. Oh, gut. Burschenland. Der hat doch irgendwas in der Nase, ne? Ja, was jetzt ja. Ja, aber muss jetzt nicht die Aktion gewesen sein. Das ist ein Kader, aber. Ui. Das ist ein komischer Schuss.
Ja, das macht es auch immer, das geht auch nie. Da geht nicht darum, den Ball zu schießen, sondern den Ball von hinten raus. Na okay, Jungs. Jetzt muss ich schauen, dass du nicht noch ein zweites Spiel machst. Nee. Nein, das ist schon logisch, dass er das macht, aber ich leuchte nicht ein, wie das Verschlechter sein kann. Arif! Arif, Zorbe! Auf Zorbe? Kannst du das in der Halbzeit schon schauen, Marke? Das ist ja auch. Das ist der richtige Spiel. Einer deine Kuppe, oder? Das Chiri macht die Augen auf! Gibt's ja nicht. Sekunden früher loslaufen, dass er es hinter mir steht. Direkt weiter spielen. Ja, der war gut. Ja, spielen mal direkt. Das war schon. Keiner hupft in die Höhe. Puh, das war jetzt auch schief. Zu zweit setzt. Ah, Mann, das ist ein bisschen.
macht jetzt ein bisschen. Ja, keiner ruft. Jetzt geht er hin. Wahrscheinlich haben sie Angst gehabt, dass sie beide den Kopf zusammenstoßen. Das Risiko besteht halt beim Mondbau, aber das muss ich alleine nehmen. Ich gehe zu jedem Kopf rein. Richtig. Wieder eine Strecke. Boah. Komi, ja. Ah, ja, ja, ja. Solche Bälle brauchst du trotzdem, weil so bringe ich ja nur die Verteidigung und auch immer zum Tor. Gut, Kitten. Ja, ja. Kann das abseits in der eigenen Hälfte sein? Sparen. Ja, weil er vom Kreis wegrennt ist. Ja, weg, jetzt geht er wegrennt ist. Und wenn er wegrennt ist in der gegnerischen Hälfte, dann ist er abseits. Wobei, da wo er spielt, kann es nicht sein, das stimmt. Gut, Luca. Abschluss. Ja, gut ist er. Wow! Wenn er aufs Tor gegangen wäre, glaube ich, wäre der Torwart dort gewesen. Nicht bei uns. Sehr schön, oder? Noch bitte! Na! Super Aktion, Burschen! Weiter! Kann aufs Gold. Ui, der ist immer weit. So ein Graz auch gehabt.
aber auch den ersten Corner hat er gehabt, glaube ich, am langen, am 16er. So hätte er einen Freistoß vorschießen können. Ja, stimmt. Hat so geschissen die Mauer. Oh! Und jetzt Stange. Ja! Okay! Ja! Ja! Das ist verdient! Alter! So schön rausgespielt! So schön rausgespielt! Wäre schon fast vorbei gewesen. Ja. So kann man Auto. Ja, scheißegal. Das ist jetzt ein bisschen Ungerechtigkeit. Das war eine ganze Storbeitzung. Das war auch nicht verdient, aber jeder da. Aber das ist schon nein. Jetzt war super, da kommt sie. Aber auch, dann ist. Ja, das ist ein kleiner Schritt. Aber du hättest mir mehr mitgeben sollen. Deinem Sohn ist kalt, Verena. Hupf ein bisschen. Ich hoffe, meiner den Jonas. Mantrik! Der Jonas, wenn er im Weg steht, rennt drüber, ist ja egal. Sie ist selber schuld, wenn er sich dort hinstellt. Verdammt gut. Boah! Stark, aber wieder mit Ansage, wo da kommt der Ball hin und dort kommt der Ball. Starke Parade. Ja, aber war wieder mit Ansage, oder? War Gott sei Dank nicht viel Druck auf. Drei am kurzen Eck. Bei einem Mann und am langen Eck sind. Da liegt er drüber an. Aber gegen den kann er nichts machen. Kopfball hindern. Oder Huckepack. Zum Beispiel. Du musst aber so lange jetzt die Richtung pfeift, dass du nicht. Nein, damit das, damit das alles offen. Da muss der Ball jetzt hochrennen. Einmal weniger als gegen Simon, oder? Gegen Simon hat er so einen Eindruck, dass er umgekehrt hat. Aber der hupft! Wow. Der war jetzt nett, der war ja, extrem war knapp am Eck vorbei. Simon. Aber wir wollten das Tor nein, wir wollten schon eher vor. Genau. Kann aber nichts machen. Komm. Wieder. Fuß dabei. Spiel links. Der 20 ist das. Hätte er nur rübertupfen brauchen jetzt, gell? Gar nicht umdrehen. Ja. Gar nicht umdrehen, nur rübertupfen. Was? Der 20 ist der Simon, oder? Nein, das ist der Kehl.
Der 17 ist der 7. Komm, Mann, raus! Boah! Wo ist auch nicht locker. Krass. Simon ist doch ein Mittelfeld oder Stürmer? Ha, der Simon spielt Achter. Auf die gleiche Position im Prinzip wieder Jonas, nur auf der anderen Seite. Der Jonas spielt die gleiche Position. Oh. Tempo, Tempo, Tempo. Das habe ich auch gehabt, dass ich so Gliederschmerzen gehabt habe, so extrem durchdrust. Vom Liegen natürlich auch, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das durch Corona verstärkt war. Also ich habe so ein Gegenstand unten und oben. Mhm. Mit komplette Rücken wieder damals. Das Spiel nicht vorbei.
man mich? Sieht man mich? Ja, ein bisschen. Singe ein Lied der Mama. Hallo. Kehl, ja. Genau, ihr. Und dann war er schon drinnen. Der war relativ weit heraus, wenn er den Ball gekriegt hat. Dann die Kontrolle, wenn du da probierst, Schlange abschließen. Das Glück hat, er wollte ihn nach außen verzögern, dass er nachrutscht, aber. Jetzt einmal aus dem Einweg. Ja. Ja, schön. Ja. Das ist nicht einmal noch fertig gewesen, aber der war auch nicht so ohne. Ja, ja, ja. Schieß ab! Oh, ach, den schießt, auch, schießt auch noch am Haxen. Hinter war nicht so schlecht. Vom Julian, da sind eigentlich nicht wir zum Abschluss kommen, da wollte er ausputzen. Sonst war immer, ein Zechenspitz im Weg. Das meine ich. Ja. Also in wirklicher deutsch-gefährlicher Situation. Und das vom Julian war jetzt nicht schlecht gemacht. Am rechten Fuß gelegt, aber dann halt im, leider noch Zechenspitzen dazwischen wieder. Der Julian da hinten, gut, leider. Einmal noch, jetzt. Die sind Köln. Direkt! Und dann kommt er. Ja, aber ich glaube, er war vom Gewicht her. Aber das kann sein, es hat komisch, es hat komisch umgeschaut. Ja. Aber trotzdem, wie er geschossen hat, wäre der Juli dann frei gewesen. Und das macht er zum Beispiel richtig gut, der Flügel. Er schaut immer, dass er einen Stürmer überholt und spielt. Wir haben Rothart. Ja, warte einfach am Schiri und mach das, was er sagt. Sehr gut, Tete. Schau gar nicht selber. Ich hab nur im Schiri geschaut, ich hab gar nicht geschaut, was da passiert ist. Ich hab nur im Schiri geschaut, wo er hin war. Ja, gut, Botte. Ganz, ganz gut. Gas geben. Ui, der kommt nicht. Der ist doch schon. Ist jetzt der Lüge drin? Ja.
das fällt nämlich auch nicht. Ja, aber wie kann man das nicht sehen? Zwei Meter von uns steht. Wie kann man das nicht sehen? Wie kann man das nicht hören? Das hört, habe ich ja gerade mal gehört. Das gehört, was der Joni mit dem pieft. Ah, ja. Direkt! Nicht hupfen, spielt Ball! Wie kann das gegen uns sein? Naja, er ist gesprungen dazu. Er ist ja reingesprungen. Ach so? Ja. Er ist ja auch nicht draufgeflogen, habe ich so viel schon wieder. Aufpassen am 14er! Ja, da musst du hin, Junge. Auf den. Weg, ja. So eine Geschichte haben wir vorige Woche auch gehabt, wenn wir beim Freistoß kommen. Der ganz alleine gestanden ist und uns alle stehen lassen und wir alle in die Mitte orientieren und der spielt. Nein, kein Tor, Gott sei Dank, aber es ist halt eine sehr, sehr gute Chance in so einer Situation. Reden mit ihm! Ja, Joni! Ja, wichtig! Wichtig, Fabi. Wir haben! Der macht wirklich, noch mal cool. Ja, gut, Fabi! Ja, wenn er redet, dann haben wir raus! Die längste Zeit geht ja schon raus. Super, perfekt gemacht. Den haut er aber drüber. Nein, den hat er jetzt gar nicht. Er wird drüber schießen, aber der geht in den Wind 20 Meter runter. Gegen Wind musst du dich vor uns schießen. Ich glaube, das ist eine
Eieieiei, was hast du für Idee? Er wollte während der Goalie halt umstellen. Ja, eh. Ist auch okay, wenn man der Ball nicht gesperrt ist, aber. Das ist das, was wir gesagt haben: Schupfen bei dem Wind kannst du nicht, weil der ist weg. Achso, ich habe jetzt vor allem Fabio Idris. Ja, habe ich auch verstanden. Ja. Der Jonas spielt jetzt 6. War das nicht? Ja. Und gegen den will ich kein Zweikampfteil machen. Gegen den will ich kein Zweikampfteil machen. Gegen den 13er. Und gegen den 9er von denen. Das sind so Sachen. Wir haben so oft solche Bälle, die zu 90% da muss es hin, Bad. Platz. Platz! Kuli! Nein, nicht das. Ah, da wollte ich das Tor schießen. Ich glaube, flach rein. Kurze Stange, ja, da war noch keiner. Da hätten sie mehr miteinander reden müssen. Da war noch keiner. Ich glaube, der Platz geschleicht. Ja. Der Zehner hat halt so schön. Wenn der denn hinter die zwei Verteidiger vom Beispiel beim Zehner, der hat einen Kilometer gehabt. Geh rein. Ah, jetzt ist er weiter hängen geblieben. Scheiße. Zwar, der war vorbei gewesen. Oh. Direkt! Genau, Luca, den wolltest du, oder? Jetzt Körper reinschauen. Geh durch. Der hat auch Körper. Geh oder out. Er ist da. Jetzt gibt es schon. Das ist ein Hintergrund. Der Ort gewesen da vorne. Vielleicht reicht das. Der Zeitpunkt ist schon gut. Anscheinend sonst nicht immer was. Ja, aber dafür ist der sicher schneller und beweglicher. Na. Wobei er trotzdem macht es, wenn er den Körper davon hat. Wenn er dein Kopfball oder so Duell hat. Wo ist der Leo eigentlich? Der Leo, was ist das? Der zweite von rechts auf der Bank ist der Leo. Konnte sich noch. Was der mit Gefühl in der Ecke schubst, glaube ich, das kannst du. Dann könnte man aber ein Tor von der Mittellinie machen. Nein, wenn der Joni schießt, ja, der wird 10 Meter drüber. Thank you.
wir haben unendlich. Wie soll die Wechselreden? Man hat unendlich Wechsel, aber man darf. Ist das, man darf, hat unendlich Wechsel, aber man darf nicht nochmal rein? Ich glaube, 6 Wechsel hast du. Aber man darf nicht nochmal rein. Aber ich glaube, wir haben sogar 6 Wochen rein, weil der Dormann ist. Ich glaube, vorige Woche haben wir 6 Tausch plus Dormann. Jetzt haben wir auch schon 2 Tausch, 4 plus Dormann, ja. Das ist 6% sogar. Entschuldigung, ich habe ja 4 Stunden unterbrechen. Ja, was Wechsel. Ist gut. Dass wir das sicher haben, wenn er das nicht macht. Aber im letzten Moment noch irgendwie überholt hat. Weil getroffen dürfte der Kudi schon noch haben, aber der andere halt auch. Und oder vielleicht ist er hängen geblieben oder nicht geklettert. Wie weit geht es jetzt noch vor, glaubst du? Der ist ihm so und hatte die Hand da oben gehabt und da drauf gegangen. Da hat er gesagt, also über Schulterhöhe. Ja, weißt du, die Regel ist halt leider so schwammig, gell? Ja, die Heizregel. Aber er hat gesagt, wenn er über Kopf ist, würde er halt schon auf jeden Fall Heizregel. 11-10. Ei, den wollte ich nicht sagen. Gehen wir weiter, Burschen, kommt! Auch ein falsches Ort. Einen großen weniger zumindest. Oi, oi, oi.
Alter, Gott sei Dank hat der da oben. Gott sei Dank hat der da oben. Ja, 3-1. Schon Konferenz. Hm. Quasi. Wo ist die Wiederholung? Das ist ja Linksfuß. Wie kann er denn da zurückspielen? Das geht er nicht. Da stellt sich nicht geschickt an. Und der ganze Mannschaft wieder rutschen. Weil wie soll er denn weggehen von ihm? Ja. Gib mal Burschen, kommt's. Spiel. Direkt. Dass du in die Mitte lupfst, meine ich. Ach so, so was. Da vielleicht noch einer verwertet. Das hat er richtig gesehen, der Waffler. Ich sage euch das, wenn ich so gemein zu ihm sage.
sogar aggressiver drauf. Sehr gut, Juli. Tja, ist er kurz, ne? War jetzt eigentlich, waren jetzt wir am Ball oder die Gegner bei? Nächstes Jahr, wenn wir da unter dem warmen Dach sind. Mhm. Ja, zumindest ein bisschen anders. Und da hinten ist der Hilfe. Nein, ich darf nur dort stehen, keine Ahnung. Vor allem muss ich den Boden berühren, glaube ich. Ja, aber wieder. Ah, gute Idee! Geh mal, Kudi! Super, Flo! Wieder verstanden. Ja. Geh, Kudi, geh! Komm, Kudi! Na, hat er nicht vorbei. Ja. Ja, komm, Luca. Oh, schade. Was? So, hat er verzögert und dann ist er wieder gerannt, weil er unter dem Durchgang ist. Ja.
Also ich glaube, die rennen schon viel mehr als ich zum Beispiel. Ich habe Tennis gespielt, ich habe drei Spiele. Das stimmt schon. Ja. Ich habe Tennis gespielt, wir haben es so gespielt, das waren drei Partien hintereinander. Das zwei ist so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er damals in der Jugend in der Aufwärts einen Traum gekriegt hat. Jetzt kommt der Luca raus, oder? Ich glaube, lange nicht mehr bleiben. Ja. Die ich ziemlich zugemacht haben. Ja, ja, fein, das bringt doch nichts. Nein, ne? Das beim Tennis, wie gesagt, habe ich das auch. Das schnelle Hin und Zurück, das war auch so belastend. Allerdings hast du einfach die Banane gegessen und dann ist es auch wieder gegangen. Jetzt macht das Gerät hier schon. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Und wieder an einen Weg. Das gibt's ja nicht. Mit einer Raute. Der Zehner ist ja quasi eine hängende Spitze, offensiver Mittelfeldwirbel. Ja, der Raute ist ein Zehner. Ein Sechser, zwei Achter, ein Zehner. Hingehen! Ja, aber das ist abseits, oder? Ein paar Chancen gehabt. Wenn er so stehen bleibt, ja, aber geht er dann weg? Die Chance. Flug die Doppelchance, dann einmal der Kopfball. Der Schuss von Bayern, was der Schuss von Werder, von immer der Abfall zum Ausdruck. Jeder hasst den Joni. Ja, ja. Zu 23 ist er auch hingegangen und hat schon gut geschafft. So schießt die vorige Woche, ist er jetzt drinnen, weil der Tormann in der anderen Ecke steht. Vorige Woche hat er von dort genau ins Kreuz gehabt. Nur hat der Tormann leider nicht gekriegt. Immer schneller war der Ball.
Wunderbar. Was macht er? Das ist so deppert. Jetzt hat er jetzt gedacht, ich gebe so einen Rückpass aufs Tor. Ja, aber es war schon der vom Tormann der Ball nicht gut, tut mir leid. Ja, ja, den hätte er schon nicht spielen dürfen. Weil der war sehr scharf aus dem. Wie oft über solche Sachen unschöne Aktionen haben. Ja, vom Unerlegtes. Ja, immer wieder. Verzögerst, schieß aus einmal. Immer wieder. Sehr wurscht. Weil, wie gesagt, das ist am Leo schon mit viel Tempo gekommen und der Leo hat schon Druck gehabt. Das Einzige, was der Leo machen kann, dass er sich nach hinten durchlaufen lassen. Da hat er nicht gesehen, ob hinten, weil er ist wahrscheinlich. Weil das ja gar nicht nach hinten durchlaufen lassen. Schau das an, schau das an. Ja, schau, wir kriegen die Hand nicht direkt da schon wieder. Idris, Achtung, ja. Hinter meiner kommt. Darf er nicht anwerfen? Wir müssen reden miteinander. Sehr stark. Da muss der Dormann hin, eigentlich. Der ist da nicht der Dormann hin, meiner Meinung nach. Mann! Ui, bist du neusch. Das ist der jetzt fallen lassen, wenn der Fenster hinten einagelt. Hätte ich auch so gesehen, ja. Geh mal, rein, weiter! Geh! Was war da? Ja, die Idee war nicht einmal so schlecht. Der Ball war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber eigentlich musst du weitergehen. Du siehst halt, dass das außen verteidigt ist. Na! Ja, geh mal hin! Schaut schon, das könnte man jetzt auch schon für einen Freund sein.
25. Fall von denen. Die Jungs haben Zeit, ja, Idris ist da, wir sind nur. Warum so hektisch? Warum so hektisch da immer? Die braucht ja auch sich nur aufgenommen im linken Longline-Spiel, damit der Ball zumindest trägt. Machen wir hier nur unlogische Sachen dazwischen. So viel machen wir gut und von mir so unlogisch. Wir machen dieselbe Sachen jedes Spiel. Jedes Spiel dasselbe. Ich glaube ich. Der spielt hier dem Hinten, Alter. Und der geht gar nicht hin wieder. Also jetzt laden wir es ein bisschen schon wieder ein. Das Bett machen wir. Jetzt ist schon wieder 70 oder 70 Nummer. Was? Der Junge dir auf, ein bisschen, wenn du dir eine stellst. So Zeit mit auf so wie eine Vogelscheuche. Nur wollte schon wieder das also nachspielen lassen. Jetzt wäre ich froh, wenn er nicht nachspielen lässt, Phil. Ja, danke. Jetzt passt das einmal auf die eine Seite auf wenigstens. Lasst euch Zeit jetzt, oder? Lasst euch Zeit. Wieder, wieso machen wir jetzt einen hektischen Atembruch? Alle sollen drinnen stehen, außer einer, der halt gut, Tempo hat. Langsam. Wenn das jetzt in die Hose geht. Was ganz einfach. Franz, wen? Der rennt hin zum Ball, der dreht ab, nur weil der Botti hinrennt. Fall out! Vorwerfen! Weit! Ruhig spielen, Burschen, ruhig! Geh mal, Resner! Das war jetzt wirklich eindeutig. Das erste Hälfte war noch eindeutig, aber das war eindeutig. Oh, schau, der geht genau zum Leben. Uff, danke. Abseit!
Ja. Wieso flankt der und schießt nicht aufs Tor von dort? Zurück! Riesner, es geht weiter noch! Ja, spül lieber! Schiri, da liegt einer! Ja, jetzt kannst du es nicht abschaffen. Jetzt spielst du es weiter. Ja, der war gut. Nein! Der war am Set, aber der nicht. Was? 4-4?